Mittlerweile macht er, der macht hammergeile Videos, der gute Marvin. Ich habe das schon öfter erzählt, aber ich muss es immer wieder sagen. Ich habe Marvin kennengelernt, da war er 14, da hat er mich interviewt. Könnt ihr auf YouTube sehen? Ich glaube, Star Talk hieß sein Kanal damals. Flying Uwe Interview Star Talk, gib mal ein. Ich war 24, 23 oder so und er war 14, 13 oder 12, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 14, ich weiß nicht. Fleißiger Mann. Aaron supportet ihn noch fleißig. Also echt cooler junger Kerl, der geilen Content macht. Und zwar Familienclans. Auf den Spuren der Bettlermafia. Finde ich ultra interessant. Spannendes Thema. Und ich würde sagen, wir gehen da rein. Da bin ich wieder. Jeder kennt das Gerücht über die sogenannte Bettelmafia. Das sind Banden, die angeblich Kinder, Alte und Gebrechliche ausnutzen oder sogar eine Behinderung vorspielen, um tausende Euros zu ergaunern. Und Kennt ihr die Videos im Internet, wo solche Leute aufgedeckt werden? Auch immer bei mir. Ich war ja in Pakistan, ne, Alter. In Pakistan, da siehst du aber Sachen. Und dann hast du halt immer den Hintergedanke, wird hier gerade rumgefaked hin und her. Ich meine, in Pakistan herrscht wirklich krasse Armut. Aber hier in Deutschland habe ich da immer so das Gefühl, na, dann guckst du mal so dreimal auf die Hose, ist irgendwo sein Bein dahinter versteckt und so. Ah, man wird halt immer skeptischer. Und am Abend steigen sie in den Mercedes, um dann am nächsten Tag wieder von vorne zu betrügen. Und genau dem gehen wir jetzt auf den Grund. Und auch bei dieser Reportage hat mich AirUp unterstützt. Denn Ah gerade ja. in den heißen Sommermonaten ist es essentiell, Natürlich genügend Wasser eher. zu trinken. Und mit der AirUp-Flasche habe ich immer meinen stetigen Begleiter dabei, auch auf Reisen wie bei diesem Video. Dabei habe ich die Auswahl zwischen der großen Leute, statt 1-Liter-Variante AirUp, holt oder euch der einfach die 0,6-Liter-Flasche, je nach Größe des Reisegepäcks. Säureflasche Einer und der let's größten go. Vorteile für mich, ich muss an Flughäfen und Bahnhöfen keine überteuerten Getränke mehr kaufen. Denn an den meisten Flughäfen dieser Welt gibt es mittlerweile kostenlose Wasserspender mit sauberem Trinkwasser. Einfach die AirUp drunter halten, Pott aktivieren und schon habe ich nicht nur meinen täglichen Wasserbedarf im Blick, sondern auch noch die Auswahl zwischen 20 verschiedenen Geschmäckern. Über den ersten Link in der Infobox kommt ihr direkt zu AirUp und könnt euch durch das ganze Sortiment einmal durchklicken. Auch als ich mich in den letzten Monaten auf die Lauer gelegt habe, hatte ich meine AirUp immer dabei. Denn ich habe Ja, ist wirklich ja gut. unzählige Stunden in den Innenstädten Deutschlands verbracht, um die Strukturen der bettelnden Menschen vor Ort zu verstehen und der Frage auf den Grund zu gehen, ob es die sogenannte Bettelmafia gibt. Und mit der Zeit hat sich für mich da ein Muster ergeben. Während auf der einen Seite Menschen stumm auf der Straße sitzen und betteln, gibt es auf der anderen Seite Menschen, die gezielt Mitleid erwecken wollen, um Geld zu erhalten. Grundsätzlich ist das Betteln in Deutschland erlaubt und meiner Meinung nach auch. Du bist ein bisschen leise im Gegensatz zum Video. Ja, ist alles kein Problem. Können wir technisch beheben. Seht ihr, ich habe hier mein ja, virtuelles Mischpult. Aber ich höre auf zu sabbeln, während Marvin redet. Ist sowieso besser. Völlig in Ordnung. Was allerdings nicht okay ist, ist, wenn Mütter gezielt ihre Kinder fürs Betteln missbrauchen, um Mitleid zu erwecken. Oder Das ist definitiv extremst abartig. Auf der anderen Seite, wenn Menschen eine Behinderung vorspielen, um dadurch mehr Geld zu verdienen. Das ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern tatsächlich auch strafbar, denn es ist nichts anderes als ein Betrug. Heute bin ich in Berlin am Kudamm und ungefähr 100 Meter von hier sitzt eine ältere Frau gemeinsam mit ihrem Kind am Betteln. Und was einem sofort auffällt, ist, dass das Kind direkt zum Betteln eingesetzt wird. Es wird vorgeschickt, es soll Passanten ansprechen, um möglichst viele Spenden reinzuholen. Das Kind wird auch gezielt zu Familien geschickt, die mit gleichaltrigen Kindern unterwegs sind, in der Hoffnung natürlich die Muttergefühle zu wecken und so noch mehr Geld zu verdienen. Und um zu überprüfen, ob es sich dabei um Teile einer Bettelbande handelt und um die Strukturen dahinter zu verstehen, werde ich das Ganze heute den Abend über mit versteckter Kamera begleiten. Ich denke, so bekommt man auch einen ungeschönten Einblick. Ihr müsst euch mal vorstellen, also, oder wenn ich mir vorstelle, wenn meine Tochter losgeht und bettelt quasi fürs Business für eine ja, Mafia im Hintergrund, ist schon sehr krass, ne? So Kinder dafür nutzen. Kann euch mal eine Geschichte erzählen? Die habe ich letztens noch mit meinem Bruder unterhalten. Ihr wisst ja, meine Eltern hatten viel mit Drogen zu tun und so. Und er musste. Also er hat ein Stofftier von der Sesamstraße gehabt, den Grobi, diese blaue Figur, kennt ihr, und Ernie und Bert, aber seine Lieblingsfigur war Grobi. Und den haben sie dann halt aufgeschnitten und das Heroin, Kokain, ich glaube, das war Heroin meistens vom Verkauf, reingestopft und dann ist er losgegangen, mein kleiner Bruder, andere Straßenseite, irgendwie ans Haus, an die Wohnung, an der Haustür, ich weiß nicht mehr, und hat es dann da den Typen gegeben. Und ja, so wurden auch meine Geschwister
eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich eingesetzt wurde für sowas. Meines Wissens, nein. War dann da schon ein bisschen zu alt, dass ich alles gecheckt habe und so. Ja. Kurzer Stopp für 10 Sekunden, Leute. Ich habe das beste Supplement-Angebot für euch. Neosubs hat die 3-für-2-Aktion. Was heißt das? Wenn ihr 3 Produkte bei Neosubs kauft, bekommt ihr das günstigere Produkt einfach gratis und müsst nur 2 bezahlen. Oder wenn ihr 3-mal ein Clear-Isolat bekauft, müsst ihr nur 2 Clears bezahlen und bekommt 1 einfach so gratis. Das heißt, ihr spart 33%. Meine Empfehlung natürlich für euch, ein Clear, ein Pre-Workout und ein Kreatin, damit seid ihr ultimativ abgedeckt. Das Clear-Protein ganz klar für den Muskelaufbau und Erhalt, ein Pre-Workout für den optimalen Fokus und Pump und das Kreatin für mehr Kraft und Ausdauer ist das best erforschte Supplement. Denn ihr seht, das Clear einer der besten Konsistenz, es ist wie Wasser, das ist einfach die geile Proteinlimo. Nutzt den Gutscheincode FLYING, der Link dazu ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Ihr Kind wird alle paar Minuten mal vorgeschickt, um Passanten gezielt anzusprechen und nach Almosen zu fragen. Und ich bin ehrlich, ich stelle es mir ganz, ganz schrecklich für das Kind vor. Ein Kind in dem Alter, 5 bis 10 Jahre, gehört in die Schule, gehört auf den Spielplatz und nicht hier an den Kudamm, um Geld zu sammeln. Und ich muss auch sagen, ich glaube, dass es auch für die Entwicklung ganz, ganz schädlich ist, wenn das Kind tagtäglich hier in der Verantwortung steht, Geld für die gesamte Familie zu sammeln. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wenn das mal nicht klappt, dass es da dann auch mal ein bisschen Ärger gibt, wenn das Geld nicht rangeholt wird. Ich bleibe auf jeden Fall jetzt den restlichen Abend dran. Ich bin gespannt, wie lange die hier noch arbeiten und vor allem, wo der Tag heute endet. Wir sind jetzt circa 1 Kilometer schon gegangen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass wir so ein bisschen im Kreis gehen, weil wir sehr viele Seitenstraßen nehmen, sehr viele Straßen, wo Touristen unterwegs sind, wo sehr viele Restaurants sind. Und da ist es tatsächlich so, dass das Kind dann eigenständig losgeschickt wird. Die Mutter steht da dann eher nur am Rand und wartet darauf, dass das Kind von Tisch zu Tisch geht, die Leute, die dort essen, anbettelt. Und wenn es was bekommen hat, dann kommt es freudestrahlend zurückgerannt. Und wenn es nichts bekommen hat, ja, dann muss es halt weitere Tische abarbeiten. Und tatsächlich habe ich das Gefühl, dass das auch erfolgreicher ist als direkt am Kudamm, wenn das Kind halt direkt losgeschickt wird ohne die Mutter. Nach circa 1 Kilometer sind die beiden jetzt hier in einer Seitenstraße stehen geblieben und sind auf andere Frauen mit Kindern gestoßen. Und die sitzen da jetzt schon seit einer halben Stunde auf dem Wegesrand und quatschen miteinander. Es wirkt sehr vertraut, vielleicht sind sie sogar verwandt. Inzwischen sind einige von ihnen schon ins Hostel gegenübergegangen und ich dachte, ich nutze einfach die Gelegenheit, einfach mal ein Gespräch aufzubauen. Ich wollte mal nachfragen, ob sie jeden Tag auf dem Kudamm unterwegs sind, ob sie jeden Tag betteln und vor allem, ob ihre Kinder auch jeden Tag involviert werden. Allerdings wurden wir da sehr schnell weggeschickt und ich habe so langsam den Eindruck, man möchte sich bei der ganzen Sache natürlich nicht erwischen lassen. Ja, wenn die allein schon alle im Hostel leben, das kostet auch Geld. Krass. Heute bin ich wieder in Berlin am Kudamm unterwegs, nachdem wir vor gut einer Woche hier eine Frau beobachtet haben, die ihre Tochter zum Betteln vorschickt. Und nachdem wir letztes Mal schon weitere Kinder aus der Familie gesehen haben, die vermutlich auch zum Betteln missbraucht werden, bin ich heute mal gespannt, ob wir noch weitere Teile der Familie treffen werden. Das heißt, ich werde sie heute wieder mit versteckter Kamera begleiten. Es ist jetzt wieder kurz vor 20 Uhr, die Geschäfte machen so langsam zu und die Mutter mit dem Kind hat sich jetzt wieder in Bewegung gesetzt, dieses Mal in eine andere Richtung. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wie in der letzten Woche ist, dass noch mal ein paar Restaurants, ein paar Läden abgeklappert werden. So, ich glaube, die steigen jetzt in den Bus. Nachdem wir aus dem Bus gestiegen sind, sind wir jetzt schon wieder mehr als 1 Kilometer unterwegs. Wir sind schon an der Kurfürstenstraße vorbei. Wir sind jetzt wieder durch mehrere Straßen mit Restaurants und Spätis gegangen. Und tatsächlich wird auch wie in der letzten Woche jedes Restaurant, jeder Tisch nochmal angesteuert. Das Kind wird eigenständig losgeschickt. Es sollen nochmal Spenden gesammelt werden. Und auch dieses Mal ist das Kind alleine wieder erfolgreicher. Na klar, weil es natürlich Mitleid erweckt. Die Mutter hält sich eher so am Rand auf, will eher nicht wahrgenommen werden. Heute endet der Tag an einer anderen Unterkunft. Laut Norddata-Eintrag ist an der Adresse hier hinter mir ein Flüchtlingsheim gemeldet. Das heißt, wir konnten heute weder andere Teile der Familie hier treffen, wo man dann eventuell von einer Bettelbande sprechen kann, noch haben wir hier den berüchtigten Clanboss vor der Tür gesehen, der das Geld einsammelt. Heute sind wir am Halleschen Tor und hier haben wir heute den Tag über einen Mann beobachtet, der offensichtlich eine Gehbehinderung hat. Er hat sich mit sehr viel Mühe mit einem Krückstock von Auto zu Auto geschleppt, um ein paar Spenden zu sammeln. Doch am Ende des Tages ist er dann ohne den Krückstock wieder ganz normal gegangen. Und auch da habe ich die Gelegenheit genutzt, einfach mal nachzufragen, was es denn damit auf sich hat. Wo ist denn die Krücke hin? Nein, ein anderer.
Blicke. Nee, das waren schon Sie. Wir haben Video. Ich zeige Ihnen Video. Zeig es mir. Graues T-Shirt, Camouflage. Mein Bein tut weh. Ich laufe nicht gut. Ich bin gefallen. Jetzt wieder gesund? Jetzt ist es besser. Auch hier habe ich wieder den Eindruck, dass man sich nur sehr ungern auf die Finger schauen lässt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie trotzdem wissen, dass das Ganze nicht in Ordnung ist. Aber so eine richtige Erklärung dafür hatten sie halt auch nicht. Man darf sich jetzt aber... Ja, wie krank. Es ist einfach alles schamlos ausgenutzt, ey. Aber nicht vormachen, dass die beiden jetzt nach Hause fahren und von den Spenden im Luxus leben. Nein, ganz im Gegenteil. Die beiden gehören zu einer Familie, die hier hinter uns unter der Brücke im Zelt schläft. Um nachvollziehen zu können, warum Menschen als Betteltouristen nach Deutschland kommen, muss man den Ursprung des Ganzen verstehen. Und nach Monaten der Recherche habe ich dann den Namen eines Dorfes in Rumänien herausgefunden, das ich mir unbedingt mal anschauen wollte. Wir sind jetzt hier circa 2 Stunden von der Hauptstadt Bukarest entfernt und in den Dörfern hier sollen tatsächlich Familien wohnen, die ihren Lebensunterhalt durchs Betteln verdienen. Jetzt möchte ich natürlich mal der These nachgehen, ob es sich dabei wirklich um Bettelbanden handelt, die in Deutschland Leid vorspielen, indem sie zum Beispiel ihre Kinder vorschicken oder eine Behinderung vorspielen und dann hier in ihrer Heimat in Saus und Braus leben. Wir sind jetzt angekommen, ungefähr so eine halbe Stunde von Mieczesti. Das ist die nächstgrößere Stadt hier in der Gegend. Und man merkt, okay, hier ist dann doch noch mal deutlich anders. Hier gibt es keinen Asphalt, die Straßen sind nur mäßig zu befahren und die Häuser sehen auch komplett anders aus. Also, wenn man es überhaupt Häuser nennen kann. Man sieht sehr viele Wellbleche als Dächer, die einfach nur draufgehämmert wurden. Hier im Hintergrund sieht man ja auch, dass das wahrscheinlich aus Lehm und Holz zusammengeschustert wurde, gerade so hält. Jetzt im Sommer ist das bestimmt okay, dort auch zu schlafen. Ich will nicht wissen, wie es im Winter ist, wenn hier Minusgrade sind. Und nach nur wenigen Metern wurden wir dann von einer Familie angesprochen, die auch Deutsch kann. Einer von ihnen ist Adrian, der mit 15 das erste Mal nach Deutschland gekommen ist, um auf einer Baustelle zu arbeiten. 50 Personen, nur von hier? Yes. Aber alle Baustelle? Baustelle. Keine Mann. Andere Frau, den Sitzer. Verstehst du? Betteln? Ja. Ja. War schon mal jemand aus deiner Familie in Deutschland zum Betteln? Bei mir. Du? Yes. Meine Mutter. Nur jetzt. Ich keine bei mir Geld. Zwei Wochen Arbeit, ich keine Geld essen. Bei mir sagen Chef. Ich habe kein Geld, keine Geld Zigarette, kein Geld essen, kein Geld. Ich muss. Ja. Besser. Bei mir muss. 10 Euro. Mhm. 10 Euro muss. Ich gehe betteln. Ich bin 75 Jahre alt. 75. Wer soll mich zur Arbeit nehmen? Niemand nimmt mich zur Arbeit. Seit 2 Jahren war ich nicht mehr dort. Ich bin krank. Du hast hier in Rumänien nichts, wo du arbeiten könntest. Du hast nichts. Kinderbeihilfe. Wie sollst du... Oh, die kleinen süßen Babys. Alle mitnehmen. Alle adoptieren direkt. Ich war, als ich in Pakistan war, ne, Chat? In Pakistan. Ich wollte jedes Kind mit adoptieren. Das war so krass. Die hüpfen da. Also, ich weiß nicht, ob ihr es in meinen Instagram-Reels gesehen hattet. Das Wasser ist ja nicht, kann nicht abfließen, wenn es regnet und so, ne? Alter, das hat da so nach Much, Sekret und hast du nicht gestunken. Die Kinder gehen einfach barfuß durch, weil die rüber müssen und so. Schon krass, Alter. Von Beihilfen oder Sozialhilfe leben. Und die Geldnot und Verzweiflung wurde noch mal deutlicher, als Adrian uns das Haus seiner Familie gezeigt hat. Ja, 3 Personen. Ist schon was anderes als in Deutschland. Ich habe 2 Brüder, schlafen die. Also 3 Personen? 3 Personen. Ähnliches Bild, auch hier 2, also hier zumindest 2 Betten. Das hier ist Heizung? Ja. Oder Tee kochen, Essen kochen? Ja. Nur Heizung. Ist kalt im Winter? Ist kalt. Ja? Ich kann nicht, den viel kalt. Okay. Das ist schon hart, wenn man sich vorstellt, dass hier der Winter einbricht und hier ist der einzige Kohleofen, da drüben ist kalt und da lebt auch ein kleines Kind. Ja. Es ist hart, mir fällt dazu nichts weiter ein. Die sind kaputt. Ja. Ich muss durch den kaufen. Warum ist hier die Kette? Dog. Dog. Hund? Dann kommen wir durch. Hier hat es halt diese. Ah, hier? Freilebende Hunde kommen hier rein, wenn sie den Kühlschrank sehen und die riechen natürlich, dass da was drin ist. Was? Da kommen einfach durchs Fenster gehüpft dann. Und haben den aufgebrochen. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank.
Ich finde, man hat in den Gesprächen ganz deutlich gemerkt, dass es Adrian und seiner gesamten Familie schon unangenehm ist, über das Thema Betteln in Deutschland zu sprechen. Am Anfang hat er auch klar beteuert, er kennt niemanden, der sowas macht und er erst recht nicht. Und man hat auch immer wieder gemerkt, dass Familienmitglieder sich eingemischt haben und gesagt haben, bloß nichts darüber sagen, wir wollen nicht in einem schlechten Licht dastehen. Im späteren Verlauf des Gesprächs hat er dann aber gesagt, dass seine Mutter aktuell in Deutschland ist, um zu betteln und er selbst arbeitet, seitdem er 15 Jahre alt ist, auf der Baustelle. Und nachdem er mal monatelang von seinem Arbeitgeber in München nicht bezahlt wurde, musste auch er auf der Straße betteln und hat sich dabei wirklich, wirklich geschämt. Wenn es um das Thema geht, Kinder mit zum Betteln... Oh, den kleinen Süßen an hier. Oh Mann. ...betteln zu nehmen, die vorzuschicken, Mitleid zu erregen oder sogar eine Behinderung vorzuspielen, da zieht Adrian für sich persönlich und für seine Familie einen ganz klaren Schlussstrich. Das käme für ihn nicht in Frage. Aber er kann schon verstehen, wenn jemand zu diesen Mitteln greift, weil im Endeffekt hat man keine Wahl. Alle sprechen hier Deutsch? Ja, ja, ja. Alle? Woher kannst du das? Ich arbeite in Deutschland 4 Jahre. Ah, okay. Mit großen Bagger, arbeite in Baustelle. Ah. Mit großen Bagger, arbeite in Baustelle. Ah. Meine Mann arbeitet. Okay, was arbeitet er? Baustelle. Ah, okay. Viele arbeiten auf der Baustelle, habe ich schon gehört. Warum ist Arbeit in... Aber cool, wie nett die sind, ne, Chat? Wie nett die Menschen einfach sind. Hier, also jetzt ist erstmal so, hier in Deutschland hast du das Gefühl, betrügen, machen hier auch mit einem Bein behindert und hin und her. Aber am Ende des Tages, Chat, wenn es dann wirklich so ist, ne, wollen sie einfach nur zu Hause ihre Familie versorgen. So, wisst ihr, was ich meine? Rumänien zu finden, so schwierig. Nix bezahlen, nix viel. Nach Rumänien Minimum monatlich 500 Euro für Person. Du musst fahren, arbeiten. Ja. Wie sieht's mit Versicherung aus? Hier? Ich habe keine. Und alle hier haben keine Versicherung. Wir kommen aus Deutschland. Was arbeitest du? Baustelle. Ah, okay. Er hat sogar Deutschland T-Shirt an. Okay. Wo lebt ihr denn in Deutschland? Caritas, Park. Oh, okay. Brötchen. Oh, heftig. Ist gut, Geld. Ist gut. Also ihr müsst euch halt vorstellen, ne? Der Mann oder auch die Mutter, wer einfach fähig ist, da zu arbeiten, sprich betteln oder Baustelle halt, ne? Arbeiten ja alle hier auf Baustelle. Überleg mal, wie lange ihre Familie nicht sehen. Also ich weiß, das bringt nichts, wenn man immer sagt, ja, guck mal, anderen geht's schlechter. Aber am Ende des Tages ist das so. Und am Ende des Tages wissen ja ganz viele auch nicht, was hier ja, alles haben. Versteht ihr? Und alle heulen rum. Also nicht alle, ne? Ich will jetzt nicht alle unter einem Kamm stellen, aber ihr versteht schon, was ich meine. Es wird nur rumgejammert, immer unzufriedener. Hocken zu Hause rum, gucken Instagram, ziehen eine Fresse, werden depressiv, vergessen sich selbst, meckern nur rum, dass ihnen alles auf den Kopf fällt und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages ist das alles gar keine Probleme. Ist gut, Mittlerweile konnten wir hier wirklich schon mit einigen Familien in dem Dorf sprechen und tatsächlich haben die meisten einen direkten Bezug zu Deutschland oder Österreich. Die meisten Männer, die hier leben, haben entweder schon mal auf einer Baustelle gearbeitet oder tun dies aktuell noch und sagen ganz klar, dass ihnen gar nichts anderes übrig bleibt, als außerhalb von Rumänien zu arbeiten. Und da ist dann halt die erste Adresse Deutschland oder Österreich, weil dort die Arbeitszeiten geregelt sind, man bekommt sicher seinen Lohn, man hat im besten Fall sogar noch eine Versicherung. Manche haben auch gesagt, dass sie dort... Die einholen rum, wenn es mal durch Bestellung eine Woche zu spät kommt. Schwarz arbeiten und dann keine Versicherung haben, aber es ist trotzdem noch die bessere Alternative, als hier in Rumänien zu arbeiten, denn die Arbeit, die es hier gibt, ist sehr, sehr schlecht bezahlt, wenn sie überhaupt bezahlt wird. Und mit dem Geld, was sie dann halt über Monate und Wochen in Deutschland und Österreich verdienen, versuchen sie dann hier ihr Haus aufzubauen, immer weiter. Krass, ne? Ich würde das genauso machen. Ich würde Deutschland komplett, also ich sage ganz ehrlich, Chat, ich wohne jetzt in Rumänien, was weiß ich wo. Ich habe irgendwie die Gelegenheit, in Deutschland einen Zehner auf... Was verdient man so auf Baustelle, wenn man schwarz arbeitet? Was ist so Phase? Was meint ihr? Was schätzt ihr? Was ist jetzt gerade so der Tarif? Was ist gerade der Satz? 15 Euro auf Kralle? 15 bis 230 Euro. Was ist das wieder für ein Beispiel, Digga? Ja, 5 bis 15. Also 30 Euro die Stunde circa. 800, 900 Euro. Nein, die Stunde, Jungs. Was kriegt so ein Rumäne auf Baustelle in Deutschland? Was schätzt ihr? 10, 15? Ja, ich schätze auch so 10, 15, ich weiß nicht. Ja, ich bin auch so bei 15 vielleicht. Google doch. Google du doch mal für mich, Digga. Ich bin hier im Stream. Ich kann mich noch erinnern, damals für meinen Alten, für meinen Chef, Maler,
Im ersten Ausbildungsjahr, wenn du am Samstag gearbeitet hast, habe ich 5 Euro die Stunde bekommen. Dann war ich im zweiten Lehrjahr. Dann habe ich 5, dann habe ich glaube ich 6 Euro die Stunde bekommen. Im dritten Lehrjahr haben wir dann glaube ich 8 Euro die Stunde bekommen. Und wenn wir dann Geselle waren, haben wir dann die Stunde auf dem Samstag 10 Euro auf die Hand bekommen. Ja, so für Samstag arbeiten, drauf motiviert. Dafür habe ich mir damals meine erste Xbox gekauft mit Halo. Das waren noch Zeiten, Digga. Das ist aber lange her, Uwe. Ja, jetzt bin ich 37. Damals, erstes Lehrjahr, war ich, ich glaube 16 oder 17, irgendwie so. Bin in der Schulzeit für 3 Euro die Stunde auf dem Bau arbeiten gegangen. Ja, Digga, so fängt man an. Das ist aber lange her, Uwe. Ja, das ist 15 Jahre her. 15? Ja. Weiter auszubauen und eine Zukunft für ihre Kinder zu ermöglichen. Das war. Das war. Das ist dein Haus? Okay. Servus. Hat er Servus gesagt? Nur du oder auch Kinder? Durch Kinder? Mhm. Schmatter. Mhm. Schlafen. Schlafen. Okay, hier schlafen 3 Kinder. Ja, ist schon mal auf jeden Fall ein bisschen was anderes als ein deutsches Kinderzimmer. Und noch ein kleines Baby und ein Babyhund. Wer schläft hier? Auch 3 Kinder? Okay. Also das da drüben ist die Heizung. Da wird dann Holz reingemacht und das angezündet, damit es hier halt im Haus warm wird. Ja, ist halt vergleichsweise klein für so ein großes Haus. Und eine Abdeckung für den giftigen Rauch gibt es halt auch nicht. Also das ist so das Erste, was mir auffällt. Das ist natürlich auch andere Verhältnisse. Hier wird abgewaschen, Waschmaschine, Kühlschrank gibt es zumindest. Das ist doch schon mal super. Vielen Dank. Oh, süß. Es ist für mich auch gerade eine komplett neue Situation. Es ist absolut überraschend, dass uns ein Mann, der uns vor einer Minute kennengelernt hat, einfach mal sein Haus zeigt, wie er lebt. Und dass wir uns das hier anschauen dürfen und von dem, was er halt hat, uns dann noch einlädt, mitzutrinken. Das ist schon, muss ich schon sagen, das geht einem schon nahe. Das ist schon echt wahnsinnig nett. Warst du schon mal in Deutschland? Weil du verstehst ja ein bisschen Deutsch. Salzburg. Mhm. Bitte, bitte. Ah, Bettel. Okay. Seit es mit dem Jungen passiert ist, ist er nicht mehr weggegangen, weil der Junge nach ihm weint. Ach krass, was ist mit dem Jungen passiert, ey? Vor einem Jahr hatte er eine Kopfoperation, eine Vene ist geplatzt und ich danke Gott, dass es ihm gut geht, er ist in Ordnung. Ich kann... Krass, überleg mal. Allgemein die Lebensumstände, wie er dort mit seiner Familie lebt, zusätzlich noch das mit dem Kopf seines Sohnes, versteht ihr? Wegen ihm nicht arbeiten gehen. Ich muss mit ihm zur Kontrolle gehen. Er muss immer zur Kontrolle. Wir kommen zurück. Er hat immer noch Probleme. Es kann jederzeit etwas passieren. Im Grunde genommen habe ich gelernt, dass die Menschen, die hier leben, eigentlich gar keine andere Wahl haben, als sich entweder Arbeit im Ausland zu suchen oder, wenn sie die halt nicht finden, auf die Straße zu gehen und zu betteln. Menschen, die hier ein Haus bzw. eine Hütte haben, leben dann für Wochen und Monate in Deutschland oder Österreich und das halt unter noch schlechteren Bedingungen als hier. Sie leben dort unter Brücken oder, wenn sie Glück haben, nimmt sie eine Hilfseinrichtung wie die Caritas. Ich hätte für diese Reportage auch super gerne mit einer Hilfseinrichtung gesprochen, die hier vor Ort tätig ist und die ganze Situation noch mal deutlich besser einordnen kann. Insgesamt habe ich 4 angefragt, wie zum Beispiel Somebody Cares hier im Hintergrund von mir. Und leider hat es bei allen aus Kapazitätsgründen nicht geklappt. Ich war auf der Suche nach Bettelbanden und wollte der Frage nachgehen, ob es die sogenannte Bettelmafia gibt. Und nach monatelangen Recherchen kann ich jetzt am Ende sagen, ich habe sie nicht gefunden. Wir haben Menschen gesehen, die in Deutschland betteln und dafür auch Mitleid ausnutzen, indem sie zum Beispiel eine Behinderung vorspielen oder Kinder vorschicken. Aber am Ende des Tages haben genau diese Menschen unter der Brücke geschlafen, statt in den Mercedes zu steigen. Und genau deshalb kann ich nach Monaten der Recherche die These nicht bestätigen. Außerdem wollte ich einen Blick hinter die Kulissen dieser Familien werfen und habe gelernt, dass sich natürlich niemand ausgesucht hat, hier geboren zu werden. Und aufgrund der Arbeitsbedingungen bleibt vielen kaum eine Wahl, außer ins europäische Ausland zu gehen und dort zu arbeiten. Und wenn das nicht klappt, dann eben zu betteln. Aber so richtig stolz ist da niemand drauf. Eine Sache, die mir noch persönlich sehr wichtig ist, in dieser Reportage sollte es um die menschlichen Aspekte gehen. Ich wollte einfach beleuchten, wie die Menschen hier vor Ort leben, unabhängig von Politik oder Herkunft. Was denkt ihr, wie könnte man die Situation hier vor Ort für die Menschen verbessern? Schreibt gerne mal in die Kommentare und abonniert meinen Kanal für weitere Reportagen und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut. Okay, krass. Ich dachte, da kommt jetzt tatsächlich wirklich nochmal raus. Ja, hier, wir haben das hier nochmal gefunden und hier. Also das heißt, wenn man jemanden sieht aus Rumänien, man sieht ja, ist ein gewisser Typ Mensch immer, ne? Ihr kennt ja die Menschen, also habt ihr auch mal gesehen. Ja, der mir dann eine Behinderung vorspielt, also den kann man dann auch ruhig mal einen Fuffi in die Hand drücken. So vom Ding her.
weil man weiß, okay, er geht nach Rumänien, er will einfach nur seine Familie pflegen und versorgen. Krass, oder? Ich habe mit voll noch was Negativem gerechnet im Sinne von, ja doch, sowas gibt es hin und her. Ich werde jetzt trotzdem nicht blind jeden hier so ein Fuffi in die Hand drücken oder so. Aber hätte ich nicht gedacht, dass das sowas Positives bei rumkommt. Verhaftet mich nicht dafür, was ich jetzt sage, aber dann kann ich natürlich voll und ganz verstehen, dass sie auf Mittel zugreifen, wie eine Behinderung vorspielen, wie ich habe nur einen Arm, wie ich humpel hier durch die Gegend, weil die einfach nur Cash für ihre Familie haben wollen und ihre Kinder versorgen wollen. Also nach dem Video bin ich denen gar nicht böse, dass sie eine Behinderung vorspielen, sage ich euch ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was sagt ihr, aber das ist jetzt so mein Empfinden. Ja, weil ich habe den Menschen echt immer schon sehr verurteilt und habe immer gedacht, du trickst mich doch jetzt hier aus. Versteht ihr, was ich meine? So ein Gefühl hatte ich da immer. Ich dachte auch, die würden alles den großen Bossen weitergeben. Ja, ja. Es gibt immer Ausnahmen. Hier in Frankfurt sind nachweislich schon viele Battlebanden unterwegs. Naja, vielleicht ist es ja eine Familie oder eine Art Community, Gang, Zusammenhalt. Man geht. Ja, ich meine, die tun sich natürlich zusammen, ist doch klar. So, die wollen Cash rausholen, die müssen Umsatz machen, Digga. Die wollen ihre Familien versorgen. Die wollen nach Hause kommen und die Frauen und Kinder sollen sich freuen. Da, die sind verzweifelt, die müssen Gas geben, Digga. In schwierigen Situationen ist man erfinderisch, ja. In kürzester Zeit so viel Kohle kriegen, wie geht. Aber kriegen die nicht auch Bürgergeld? Nein, Digga. Also, so wie ich jetzt verstanden habe, nein. Dann werden die ja reich in Rumänien, Digga. Bürgergeld kriegen hier oder was auch immer. Das wird doch so gar nicht funktionieren. Bürgergeld und dann auch in Rumänien leben. Yeah, Digga, dann komm ich wieder mit dabei, Alter. Kein Spaß, aber versteht ihr? Natürlich nicht, man kann immer für sein Geld arbeiten. Betteln ist für mich eine Abkürzung für Faule. Duello 90, guck mal. Die Männer hier in Rumänien, hast du doch gerade gesehen, die arbeiten in Deutschland auf Baustelle. Verstehst du, Bausteller? So, dann gehen die zurück. Ja, die arbeiten auf Baustellen oder gehen betteln. Die arbeiten sich den Arsch auf, Digga. Verstehst du? Er kann in Rumänien so viele Stunden arbeiten, wie er will. Die kommen da nicht um die Runden. Deswegen gehen die nach Deutschland, Österreich und Co. Ja, vielleicht hast du es gerade nicht so verstanden. Schönes Video von Marvin. Also sehr viel Mühe gegeben, ne? Auch mit dem Verreisen hier, da, dies, das. Cool. Also gutes Video. We'll be right back.